Das Steam Deck ist genauso wie die Nintendo Switch eine Hybridkonsole und genau genommen ist es sogar noch ein bisschen hybrider als die Switch, weil die Switch hat eigentlich nur die zusätzliche Funktion, neben dem offensichtlichen Handheld-Mode, sie an den Fernseher zu docken und als Heimkonsole zu benutzen. Das Steam Deck hier geht auch zusätzlich noch als PC. Von Valve selbst gibt's dafür das Steam Deck Dock und das ist, was das Ganze angeht, also auch im Vergleich zu den ganzen Third-Party-Herstellern, wohl die rundeste, aber auch die teuerste Erfahrung, die man da machen kann. Allerdings muss man dazu sagen, es wird ein Netzteil mitgeliefert und das relativiert den ganzen Preis ein bisschen nach unten. Die große Besonderheit vom offiziellen Dock gegenüber den Third-Party-Produkten ist, dass es regelmäßig mit Firmware-Updates versorgt wird und damit auf lange Sicht die Kompatibilität sichergestellt wird. Man kann sich natürlich schon fragen, wie so ein Szenario aussehen soll, weil ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass nach irgendeinem SteamOS-Update die Third-Party-Docks nicht mehr funktionieren. So eine Apple-Methode würde Valve einfach nicht machen. Ich persönlich finde das Zocken im Handheld-Modus am allergeilsten mit dem Steam Deck und vermutlich geht es den meisten anderen auch so. Wenn man sein Steam Deck als Home-Konsole am Fernseher benutzt, kann man seine komplette Steam-Bibliothek ganz bequem von der Couch aus spielen. Wenn man ein bisschen ältere oder halt Indie-Games spielt, bekommt man da halt absolut keine Probleme. Ich zocke zum Beispiel gerade The Messenger und Valfaris und die laufen halt selbst auf dem 4K-TV unglaublich gut und sehen mega nice aus. Also man kann bekanntlich ja AAA-Spiele spielen auf dem Steam Deck, aber ich persönlich finde das jetzt nicht so geil. Allein schon wegen der Akkulaufzeit, die halt am Arsch ist in dem Moment. Wenn man das Ding allerdings dockt, umgeht man das Problem mit der geringen Akkulaufzeit, aber dann bleibt immer noch die Sache, dass man ein modernes AAA-Spiel mit vielen Details in der Welt, mit einer extrem guten Grafik auf 720p, an einem unter Umständen 4K-Monitor spielt und das mit Low und Lowest Settings und das sieht dann nicht mehr so geil aus. Aber Technologien wie Fidelity FX Super Resolution, also kurz FSR, entwickeln sich ja weiter und dann hat man da in Zukunft wohl Verbesserungen. In Baldur's Gate 3, was ja jetzt ganz frisch erschienen ist, wo ich richtig hyped drauf bin, wird leider FSR 1.0 benutzt und das sieht jetzt nicht so unglaublich gut aus auf dem großen TV. Wer mich kennt, weiß, wie ich darüber eigentlich rede. Ein gutes Spiel bleibt gut. Und eine gute Story bleibt auch gut. Ein gutes Gameplay bleibt auch gut. Aber das ist jetzt schon ein bisschen heftig. Okay, Zukunfts-Adrian hier. Ich bin gerade am Schneiden am nächsten Tag. Und mir ist aufgefallen, dass das irgendwie so rüberkommt in dem Video, als würde ich Baldur's Gate total blöd finden auf dem Steam Deck, aber das stimmt gar nicht. Ich habe 15 Stunden gespielt, komplett exklusiv am Steam Deck, aber ich habe es halt nur im Handheld-Modus gespielt. Ich wollte in dem Video ausdrücken, dass ich es am TV gedockt, an einem großen Bildschirm, im 4K-Bildschirm nicht so geil finde. Aber das hier, das ist schon sehr geil zu zocken, meiner Meinung nach. Okay, zurück zum Video. Wenn ich ein Gerät speziell für den Fernseher haben wollte, würde ich halt eher auf die klassische Spielekonsole zurückgreifen, wie zum Beispiel so eine Series S. Die bekommt man gebraucht bei eBay Kleinanzeigen halt schon für ungefähr 150 Euro. Heißt nicht mehr eBay Kleinanzeigen, nur noch Kleinanzeigen. Man kann das Deck halt auch als PC verwenden und da muss ich sagen, wenn man es als PC verwendet, gedockt, dann verbessert sich die User Experience unglaublich stark. Den Desktop-Mode vom Steam Deck Handheld zu benutzen, das geht schon klar und es funktioniert auch, wenn man die Trackpads benutzt. Aber an einem richtigen Monitor mit Maus und Tastatur ist das schon nochmal was anderes. Es ist ja im Kern ein richtiger PC und wenn man will, kann man auch Windows drauf installieren und alles tun und lassen, wo man halt so Bock drauf hat. Ich glaube aber auch am Schreibtisch ist es ganz ähnlich wie halt am TV als Heimkonsole. Wenn man wirklich ein Gerät will, was nur am Schreibtisch angeschlossen ist, also ein Monitor mit Maus und Tastatur, dann ist man wahrscheinlich mit einem gebrauchten Office-PC deutlich günstiger und auch leistungsstärker dran als mit dem Steam Deck. Das Deck ist nun mal, wie schon gesagt, ein Hybridgerät und das ist auch das, was es einzigartig macht. Richtig glänzend tut es aber wirklich im Handheld-Mode. Hoffentlich funktioniert das mit dem Mikrofon so. So, also, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Test, wie versprochen. Was dem geschulten Auge hier wahrscheinlich direkt auffallen wird, ist, dass hier kein Original Steam Deck Dock liegt. Und zwar haben wir hier einmal ein 5-in-1 Dock von JSOX, wie auch immer man das aussprechen soll, ich habe keine Ahnung. Einmal von Inatec ein 6-in-1 Steam Deck Dock und hier von Cable Creation ein USB-C Dongle eigentlich. Also es ist eine USB-C Docking Station, nicht speziell gedacht für das Steam Deck, aber absolut kompatibel mit dem Steam Deck. Also die hat hier einen Riss, what the fuck, das ist mir noch gar nicht auf. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Das von JSOX mal kurz direkt zu dem Preis, kostet 30 Euro, ist das günstigste Gerät von den dreien. Das von Inatec kostet 40 und das von Cable Creation kostet ebenfalls 40. Fangen wir mit der JSOX Docking Station an, ist ein Unibody aus Aluminium.
hat wie der, alle anderen Steam Deck Docks auch hier dieses abgeknippte USB-C-Kabel, also hier oben diesen Entenkopf hier quasi. Wir haben hier USB-C als Power Delivery, also könnt ihr das Netzteil von einem Steam Deck reinstecken. Dann haben wir einen HDMI-Anschluss, zwei USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur oder für Controller und natürlich noch einen LAN-Anschluss dazu. Dann mehr oder weniger das gleiche, ein bisschen schwerer, ein bisschen wuchtiger von Inatec. Da haben wir auch so noch hier noch Folie drauf, die können wir wegmachen. Es ist auch ein Unibody, es ist hier nichts irgendwie Geklebtes, nichts Verschraubtes oder sowas. Also wirkt sehr hochwertig, ist sehr schwer, also nochmal deutlich schwerer als das von... Oh, deutlich, doppelt so schwer wie das von Jesuit, okay. Also man wird wahrscheinlich ein bisschen einen stabileren Stand haben. Man hat die gleichen Anschlüsse, also wir haben hier Power Delivery. Wir haben einen LAN-Anschluss, einen HDMI-Anschluss, einmal USB und hier nochmal zwei USB. Also wir haben einen USB-Anschluss mehr, deswegen ist es in dem Fall auch ein 6-in-1 und kein 5-in-1-Dock. Wir können auch jetzt mal hier kurz reinstellen, wie das Teil dann hier drin steht. Steht. Andere. Steht auch. Wonderful. Macht eigentlich keinen Unterschied in der Praxis. Also, ist egal. Und als letztes jetzt dieses Standard-USB-C-Docking-Teil von Cable Creation. Also, Cable Creation ist so eine Amazon-Marke. Es ist überhaupt nichts Besonderes. Ist ein 7-zu-1-Dock, also was Besonderes. Wir haben HDMI, wir haben Micro-SD- und SD-Karten-Slots nochmal hier zusätzlich drin. Das ist halt sehr praktisch. Allerdings habe ich es jetzt auf dem Steam Deck jetzt als Speichererweiterung nicht zum Laufen bekommen, aber ich habe mich auch nicht weiter beschäftigt. Ich habe es nur mal reingesteckt, guck, ob es geht. Ich glaube, man kann es machen. Hat jetzt hier nicht funktioniert. Haben wir zwei normale USB-Anschlüsse. Hier den Eingang für Power Delivery, also wieder einfach das Netzteil vom Steam Deck reinstecken. Funktioniert tipptopp. Und hier nochmal LAN. Alle drei Geräte sind natürlich made in China und vermutlich ist das Innenleben von den drei Teilen ja jetzt... Wahrscheinlich ist es ziemlich identisch. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine besser funktioniert als das andere oder einfach was anderes macht als das andere, weil sie einfach ihre entsprechenden HDMI-Specs, ihre entsprechenden USB-C-Specs einhalten und übertragen. Irgendwo in Shenzhen werden die Teile halt zusammengebastelt. Nichtsdestotrotz, wir testen die. Ein bisschen affig, was ich hier für einen Aufwand mache. Ich will eigentlich nur Baldur's Gate spielen, aber ja, wenn ich hier fertig bin, mache ich das. HDMI 1, wonderful. Wir fangen jetzt, also wir testen jetzt einfach alle drei mal durch. Wir bleiben im Gaming-Mode. Ich mache jetzt keine wilden Experimente. Ich hole mal noch einen Xbox-Controller. Der hier sollte eigentlich gepaart sein mit meinem Steam Deck. Oder halt auch nicht. Da war die Gelegenheit, den USB-Port zu testen, oder? Also, fuck this. Wir fangen jetzt einfach an. Also, wir fangen an mit dem Inatec-Dock. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle drei zum gleichen Ergebnis führen würden. So. Oh, ich muss die Steckerleiste anmachen. Moment, also. Controller geht auch. So. Was haben wir hier auflösen? Boah, ich erkenne da überhaupt nichts, ne? Einstellungen. Da müsste eigentlich 4K... Ja, läuft auf 4K auf dem Monitor. Also hier mit dem Inatec Dock funktioniert alles wunderbar. J-Socks. J leckt mir doch am Arsch. Tada! Mal eher kurz die Auflösung checken. Dass das hier auch passt. Einstellungen. Anzeige. Ja, auch in 4K. Also auch alles wunderbar. Volle. Das, was an Specs angegeben wird, funktioniert. USB-Port läuft auch. Okay, nächstes Dock. Jetzt kommt mein kleines janky Cable Creation Teil. Was man natürlich nicht hat, ist ein Ständer, wo man es reinstecken kann. Das ist halt... Ja, das liegt halt dann da. Aber ich meine, was willst du damit machen schon? Ja, das sind wir. Auch in 4K. Also, ich weiß nicht, was soll ich da jetzt noch großartig zeigen? Alle drei Docks funktionieren gleichermaßen, sind gleichermaßen nicht janky, funktionieren eigentlich direkt hintereinander. Vieles spricht dafür, dass die Chips relativ gleich sind, weil
Ich mach das eine raus, das nächste rein und es ist... Das Steam Deck unterscheidet, glaube ich, zwischen den Geräten einfach nicht. Nice, läuft. Dafür habe ich jetzt den Monitor von meinem PC abgebaut. Jetzt muss ich den wieder zurückbauen. Ausgangsstellung. Ich habe hier drauf gespuckt. So. Also, abschließend bleibt zu sagen, es ist völlig Wayne, was für eine Dockingstation ihr kauft. Ob ihr euch jetzt von JSUX oder von Inatec oder irgendwas anderes, wo USB-C Docking Station draufsteht, was halt die entsprechenden Specs hat, also USB-C 3.1 Gen 1 muss es, glaube ich, sein und halt 4K fähig, wenn ihr überhaupt einen 4K Monitor habt, wenn nicht, ist das ja auch irrelevant. Was es natürlich zu unterscheiden gibt, ist, dass man in diese extra dafür designten Docking Stations sein Steam Deck schön reinstellen kann, um... Wenn man das jetzt neben dem TV stehen hat, dann hat man da quasi so ein Display, damit man das Gerät gut sehen kann. Von der Sache her, weil es ja diese Griffe hat, ist es aber auch eigentlich völlig egal, ob es jetzt zum Beispiel flach vorm Fernseher liegt, weil trotzdem genug Luft an das Gerät rankommen kann. Das ist sogar so, dass diese Teile auf der Rückseite diese Lüftungsschlitze so ein ganz kleines bisschen verdecken. Deswegen ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, wenn es flach da liegt. Aber der Unterschied wird so minimal sein, dass das in der echten Welt keinerlei Einfluss auf irgendwas haben wird. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, was die Verpackung angeht, keine Plastikbomber, es sind einfach nur Kartons, wo die drinstecken, kein extra Firlefanz oder irgendwas, keine Styropor-Dinger, wo die reingeballert werden oder sowas. Nee, einfach nur kleine Kartonbox, das war's. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Folgt mir auch auf Twitter und kommt auf meinen Discord-Server. Auf meinem Discord-Server geschieht momentan was ziemlich Interessantes, was auch sehr viel Spaß bereitet. Also mir und den Leuten, die da sind. Und zwar, wir haben einen Game-Club gegründet. Game-Club ist nichts anderes als ein Buch-Club. Nur im Buch-Club treffen sich die Leute, um ein Buch zu lesen und dann drüber zu labern. Das machen wir nicht. Wir spielen ein Spiel und labern dann. Also am Anfang vom Monat machen wir eine Abstimmung, wo abgestimmt wird, welches Spiel ist denn diesen Monat dran. Das ist in dem Fall für den August Signalis zum Beispiel. Hier, ich habe es zum Beispiel für die Switch habe ich gekauft. Ist aber auch im Game Pass drin, gibt es für alle Plattformen. Am Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats treffen wir uns und halten den Game Club ab. Das heißt, wir labern einfach über das Spiel. Wie hat es uns gefallen? Was fanden wir geil? Was fanden wir nicht so geil? Und so weiter. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach ins Discord reinkommen. Freuen wir uns. Ist freie Teilnahme. Jeder darf mitmachen, wo er Lust hat. Und dann, bis dann.